Envy No Go. Hopp. Hopp. Und da ist ein Gewi, geh mir bloß weg. Mit dem Spiel. Ha. Und ich hasse immer noch diese Springdinger. Was? Was? Moment! Was? Ich dachte... Ich bin da in den Abgrund gefallen. Wieso bin ich in den Abgrund gefallen? Ich dachte, da geht's weiter. Nix ist. Ihr schwulen Programmierer von Rare. Au. Oh. Das hätte ich nicht tun sollen. Ich glaube, ich lasse das Ding einfach stehen. Nein, oder ich hole mir zumindest vorher mal meinen... Ah, Mist. Ich krieg's. Nein, ich krieg's nicht. Aber ich habe jetzt noch meinen Diddy. Und Diddy, P. Diddy Kong. Boah, er macht alles zunichte. Also, er haut alles in Grund und Boden hier. Wusch. Ich weiß ja nicht, als Donkey Kong rauskam, gab's, oder als Diddy Kong in die Familie eintrat, gab's da schon P. Diddy oder so? Na, ich wette, da hieß er noch anders. Ups. Ah, dann könnte man da nämlich auch wieder irgendwelche Anspielungen oder sowas rein interpretieren. Denn, zum Beispiel, wieso fällt man da runter? Ich kapier's nicht. Boom. So, austauschen. Der Austauschaffe aus... Jedenfalls. Nein, das... lassen wir mal lieber solche Sachen mit den Anspielungen. Man weiß ja nie, wen man damit auf die Füße tritt oder sowas. Obwohl, eigentlich ist es schon sehr komisch, dass in diesen Spielen Affen in Verbindung gebracht werden mit Fässern und mit... Münzen und mit... Was noch? Und mit Luftballons. Ja, warum Luftballons? Und vor allem, wie komme ich da weiter? Ich komme da nicht hoch. Es geht nicht. Es geht zum Fick nochmal nicht. So, das Gürteltier lasse ich vorbei und dann bin ich schlau. Mann, bin ich schlau. Oh, ich bin so schlau. Ich sollte mir ein... Ah. Man sollte Schulen nach mir benennen. Oh, die Exido-Gesamtschule. Nein, die Exido-Förderschule. Wo er. Oh, das. So ungefähr würde ich mir das dann vorstellen. Na, jetzt sterbe ich schon an den einfachsten Löchern, Alter. Ey, und es ist. Ich mach das Level noch. Dann ist es genug für heute. Aber ich mach das Level noch. Nein, nicht dieses. Hm. Wenn auch eins muss, aber dann ist Schluss, wa? Ich kann's einfach nicht kapieren. Ich kapier nicht, wie ich an einem Level von diesen Ausmaßen. Oh. Ich hoffe, das hat man jetzt nicht gehört. Das wäre jetzt ganz schlecht, vor allem für die weibliche Zuschauerschaft. Ich glaube, da habe ich gerade ein Bäuerchen gemacht. Ich werde das wohl wahrscheinlich rausschneiden. Nein, ich werde es natürlich nicht rausschneiden. Meine Fehler sind auch eure Fehler. Oder wie man das nennen will. Mi-Fehler, Su-Fehler. Ups. Außerdem, das... Es ist nicht gerade sehr, sehr, sehr höflich und so. Aber das kann einem beim Let's Play schon mal passieren, ne? Nicht, dass ich sowas absichtlich machen würde. Oder dass ich überhaupt sowas ab und zu mal machen würde. Ah... Ja, gewisse Let's Play-Kollegen, die werden jetzt... Ach, lassen wir das. Jedenfalls, wenn mir mal so ein Aufstößerli passieren sollte, während eines Let's Plays, dann bitte ich dies zu entschuldigen, zu verzeihen, möglichst nicht weiter drauf einzugehen. Ich komme da nicht rauf, gut. Und hopp. Und hopp. Nö, da komme ich auch nicht hin. Oder? Kann ich doch? Ah, nö, kann ich nicht. Zumindest sieht es nicht danach aus. So, jetzt bin ich wieder am Mittelpunkt. Boom. Ich weiß auch gar nicht, ob ich dann überhaupt ein O kriegen kann. Und hopp. Na! Geht es? Geht es? Nein, es geht nicht. Es geht natürlich nicht. Nein. Nö. Nö. Ich hab's versucht. Es geht nicht. Also, ich habe jetzt nur ein K.
wie es aussieht. Und deswegen kommt ein... Nee, doch nicht. Ich habe das O. Wo habe ich das O her? Oh mein Gott. Ich habe Alzheimer. Ah. Ich vergesse ein O. Dass ich es habe, meine ich. Und hopp. Ha. Drüber gekommen. Und hopp. Trotzdem, wie muss ich gleich springen, damit ich hier weiterkomme? Oder wo kann ich runter, damit ich weiterkomme? Aha. Nein! Nein, ich muss schon wieder. Mann. Upsa. Bam. So, und jetzt seht mir zu und lernet, wie man einfach irgendwie unwichtige Sachen überspringt. Seht zu und lernet, wie er stirbt. Wie ihn das Zeitliche segnet. Haha! Wusch! Diesmal klappt's. So, trotzdem hole ich mir das N. Ich weiß nicht, aus welchem Grund. Ich will es auch nicht wissen. Wahrscheinlich, weil der Weg einfacher ist. Ich weiß ja auch gar nicht, was ist hier hinten? Ne, dasselbe. Ups. Ups. Nein! Nee! Mano. Ich weiß auch nicht, wie ich höher springen kann, dann an der Stelle gleich. Das ist doch nur ein Level! Ein normales Donkey Kong Level! Au! Ich verzweifle an so einem verfickten Kack-Level! Nein! Wieso? Wieso? Wer ist daran schuld? Erzähl's mir bitte! Wer macht, dass diese Level so unglaublich scheiße sind? Ey, jetzt bin ich schon zum zweiten Mal Game Over gegangen an diesem Kack-Level! Ich werde hier sauer. Das passiert nicht oft, dass ich sauer werde. Und wirklich, es passiert sehr, sehr selten, dass ich wegen irgendeinem Level ausraste sogar. Das ist vielleicht passiert, da war ich, keine Ahnung, 5 Jahre alt, aber seitdem bin ich ziemlich locker geworden, was das nicht schaffen von gewissen Levels angeht. Und deswegen, ich hoffe, es passiert nicht. Ich hoffe, ich werde hier nicht noch stocksauer. Denn das ist zwar eine Seite, von der ihr mich ruhig gern sehen wolltet, denke ich. Und hopp, nein. Und hopp, und diesmal. Ha, nö, doch nicht. Ich weiß, es ist nun mal nicht oft, wo ich wirklich mal richtig austicke. Wo ich alles mögliche... Oh, geil. Ich hab die Münze. Okay, mit dem Austicken wird heute nichts. Ich hab die Münze nämlich wieder gekriegt. Egal, was passiert. Ich tick nicht aus. Nein, nein. Ich werd nur verrückt. Nein, ich tick nicht aus. So. Wow. Und gleich kommt wieder Scheißstelle. Danke. Danke, Kong. Nein. Nein. Bam. Nein. Es war so klar. Irgendwann muss es wieder passieren. Und drüber. Scheiß Affe. Also, nein. Ich, nicht das. Das war jetzt. Das war jetzt wirklich bloß an die Spielfigur gerichtet, ja? Oh Gott. Ich red mich hier in was rein, wo, da müsste ich mich gar nicht rausreden. Glaube ich. Au! Ich sterb hier. Mann. Das ist eine Kacksteuerung. Ich schieb's jetzt auf die Steuerung. Es ist einfach die Steuerung. Nichts weiter. Nur die verkackte Steuerung. Ha. Ha. Bam. Jetzt kann ich auch mal so und so. Und ich bin drüber. Und jetzt wieder schön den einfachen Weg mit dem N.